So, willkommen zu einer Folge Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth. So, ich habe dafür eigens meinen Account wieder reaktiviert. Ja, erstmal wollte ich mal was Neues erfahren, statt immer noch auf den Privatservern. Zweitens hatte ich Heimweh nach meinen alten Charaktern. Ja, gut, bisschen Geld in die Hand genommen, was ich eigentlich nicht habe. Scheiße ausgegeben und da sind wir wieder. So, Lazy Raz war mein erster Charakter, den ich je bei WoW hatte. Und hier dem sein Tier Panthos, der gewöhnliche afrikanische Steppenlöwen, Löwe oder Löwin. Nun ja, habe ich seit den ersten Leveln, als das Spiel 2004 rauskam. Und wie gesagt, ich habe 6 Jahre nicht mehr gespielt. Aber es ist ja dann dreifacher Spielspaß, weil ich quasi 3 Add-ons verpasst habe. Verabschiedet hatte ich mich bei Mists of Pandaria und gut, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Charakteraufwertung auf Stufe 110 vorzunehmen, da habe ich aber irgendwie keinen Bock drauf, weil ich möchte das ja hier alles schön, wie gesagt, von der Pike auf durchspielen. So, dann gucken wir mal, ob diese Testaufnahme irgendwie was gebracht hat und ob der brav aufgenommen hat. Bis denn. Ja, ich würde sagen, dann loggen wir uns mal ein, ne? So, Ladebalken des Crowns. Wenn es euch Spaß gemacht hat, mit jemand Bestimmten zusammenzuspielen, fügt ihn eurer Kontaktliste hinzu. Okay, das kennen wir alles. Aber ich sag mal, dem Let's Play ist es wahrscheinlich erstmal zuträglicher, wenn ich alleine spiele und die Welt erkunde und die 2 Zuschauer daran teilhaben lasse, die Folge jemals sehen werden. Gut, dann werden wir mal schauen. So, wir sind in der Welt der Draenor. Wie der Kontinent genau heißt, habe ich jetzt mal wieder vergessen. Jetzt muss ich mal zählen. World of Warcraft Classic, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria war die 5. Und okay, dann müsste das jetzt das 8. sein. So. Cool, wir haben eine Mission abgeschlossen. So, wir sind jetzt in Trom. Wie heißt das hier? Trom war. So, das ist, lass mich lügen, das ist ein Kaff am Frostfeuergrat auf dem Kontinent Draenor. Da lass mal schauen, ja, so genau sehen wir jetzt auch nicht, wo das ist. Oder haben wir hier irgendwo die Scherbenwelt? Nee, das ist die klassische Azeroth-Welt, zu der wir noch zurückkehren werden. Alter, wieder Flugverkehr hier. Okay, wir sind auf jeden Fall in Draenor am Frostfeuergrat. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir losgelegt hatten. Schattenmontal Nagrand kommt uns ja recht bekannt vor. Nun ja, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Aufgabe zu erledigen haben. Alles wird aufgedeckt. Spioniert den Schattenrat aus. Okay. Müssen wir uns dafür tarnen? Bekannt, ja, das können wir ja mal probieren. So, vielleicht sollten wir das doch mal schauen, was wir machen müssen. Spioniert den Schattenrat aus. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Wir werden die Macht des Ringes anrufen, um eins ihrer Augen zu beschwören. Damit werden wir hier rausfinden, wo sich der Schattenrat befindet und was er wirklich vorhat. Okay, das sieht mir aus, als würden wir hier ein Auge losschicken. Hier können wir viel lernen. So, genau. Schauen wir mal. Oh yeah. Gut, wo geht's hin? In die Höhle rein? Yeah, boah, ey, rasante Fahrt. Nicht, dass er schlecht wird, naja. Kommt, meine Freunde. Es ist Zeit für den nächsten Teil meines Plans. Dirungor, wir beenden eure Angelegenheiten im Schattenmontal zusammen. Dirungor, infiltriert die Auchenei und bringt auch in Buch unter Kontrolle.
quetscht sie aus. Okay, hört sich nach einem miesen Plan an. Wie ihr wünscht, mein Herr. Zu vereiteln. Togal, euch schicke ich nach Nagrand. Oh wei. Okay. Ihr werdet den gefallenen Nahu in Oshogun unterwerfen. Gut. Ich werde es vernichten. Die Fahnen sind da schließlich. Ich brauche nur seine grenzenlose Macht. Ist lustig, dass sie zwei Stimmen haben. Gisela, ihr bleibt hier. Ich habe andere Pläne für... Was ist da hinter mir? Okay. Auge, was versuchst du zu sehen? Fokus einstellen? Auge um Auge. Golgan ist bei ihm. Die Höhle ist innerhalb der Finsterschätze. Dort im Westen liegen die Ruinen von Mandalay. Wir werden einen Weg finden. Juti, Bums. Reicht Wasser. Wir müssen den nächsten Quest an, damit sie uns nicht langweilig sehen. Wir sehen uns dort. Odana. Okay, das Schattenrad eliminiert. Jeder Halunke, den wir hier töten, behaltet uns später kein Kopfzerbrechen. So Leute, und da muss ich sagen, ich liebe das mit dem gelben Pfeil hier und den Questdingern. Also so, ich bin ja so ein Mensch, der taumelt gerne durch die Welt und verpeilt da auch schon mal das eine oder andere, aber mit diesem gelben Pfeil hier ist relativ idiotensicher. So, müssen wir hier irgendwas checken. Ne, wir müssen eigentlich nur ein bisschen aus der Schusslinie bleiben im Frostunterflug. So, wo müssen wir denn genau hin? Wobei. Gut. Doch da haben wir einiges zu tun. Sind wir im Game Time auch voll. So, da sind wir. Weite deines Amtes. So, ich meine, die ganzen Funktionen euch zu erklären ist jetzt riesig. Also ich nehme oft den Kobra-Kurs zum Anholen. Vertretungsbefehl ist natürlich der Move für meinen Phantos. So. 12 Mannequins müssen wir töten. So, wo müssen wir denn? Können wir denn runter? Ich würde mal sagen. Direkt mal hier ins Getümmel. Aber. Lass mal den Weg hier frei zurück. Was Neues ist zum Beispiel ein Alpha-Tier beschwören. Das heißt, ich kann zu meinem Begleiter praktisch hier ein Tier beschwören. Das ist so ein bisschen random. Mal kommt ein Wolf, mal ein Schwein, mal eine andere Katze. Also das ist aber eine ganz gute Hilfe hier. Relativ kurze Abstimmzeit. Insgesamt sind die ganzen Moves natürlich abgespeckt. Man muss irgendwie, also man kann schon intuitiver spielen. Andere würden sagen, idiotensicherer. Aber das ist genau meine Kragenweite, dass man hier nicht unbedingt einen Pro-Gamer die Führung braucht, um einigermaßen Spaß haben zu können. Jetzt erfahre ich seinerzeit auch den Jäger, ich möchte halt gemütlich in die Welt latschen. Und ich will hier keine Pro-Gamer-Let's Plays machen, das könnte ich auch gar nicht. Dafür nehme ich auch mich selber und mein Spiel nicht allzu ernst. Ich fürchte, dass ich das auch in meinem Leben ein wenig niederschlage. So. Also wie gesagt, eigentlich benutze ich nur zwei Moves, wenn ich nicht ab und zu auch mal hier... Sind wir hier richtig? Haben wir hier eine Höhle verbracht? Guck mal, ah, Alter. Mal wieder auf die Höhle. Weil ich halt ich bin.
Das brauchen wir aber mehr wie ein Deal hier. Oh Mann. Da haben wir doch hier nur den blöden Eingang gesucht von dem Iglu. Gut, wenigstens ist die Rekonvaleszenzzeit relativ überschaubar. Das heißt, wir müssen die nicht stundenlang trinken und essen und tralala. Und endlich, ich habe mal das Gefühl, endlich tut auch wieder Tierheim-Move. Der bringt endlich mal was. Also, das haben sie endlich mal angepasst. Endlich, endlich, endlich. So. Machen wir die zwei hier noch. Also du stolperst mich auch von einer Scheiße in die nächste. Das ist der Folie, denke ich mal. Oder? So, 9 von 12. Entfernen wir uns nicht jetzt viel zu weit vom Kern des Ganzen. So, zum Krieger. Tötungsbefehl. Ist das nicht früher klar? Ich weiß es nicht mehr. So. Wahrscheinlich müssen wir hier eh in die Butze rein. Aber das müssen wir hier eigentlich schon. So, dann laufen wir mal direkt da hinten hin. Ja. Zackenpfeil habe ich irgendwie automatisch auch immer drauf. Habe ich das irgendwo gelesen? Auf jeden Fall ist das irgendwie stapelbar. Ich muss nicht. Okay, was haben wir hier? Nee, immer noch nichts. Das sieht immer so aus, als könnte man hier irgendwie reinlaufen. Hey, kann man auch. Spannend. Ist aber nichts. Bisschen kirmestechnisch hier so. Naja, gut. Ich möchte gar nicht wissen, was hier passiert ist. So, wir müssen auf jeden Fall hier mal so rüber. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles noch aus dem Weg. Scheiße, wo ist mein Vieh abgeblieben? Komm, wo ist der Vieh? Komm, Stem. Hin, Alter. Komm, bis der Blöd mal hier zurückkommt. Da ist er. Okay. Beauty, guck mal, wo. Hier dahin funktioniert der Shooter. Alter, das war so ein kleiner technischer Effekt jetzt gerade. Entschuldigen. Sollten nicht mehr halb auf Beine nicht rein. So. Den haben wir hoch. Bringt aber keine Punkte mehr. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie mal pur an den Pfeil halten. Ah ja, gut, hier geht der Fort entlang. Dann werden wir hier mal das infernalische Ding hier. Okay. Hey, hallo.
Ich habe kein Ziel. So müssen wir hier irgendwas machen, wir müssen nicht. Wir müssen wohl nur hoch. Okay. Oh, meine Papierolie. Ich brauche natürlich frei. Okay. Wenn da eine Falle rein ist. No, yeah. Nope. Yeah. Ach, guck mal da. Da haben wir auch einen Quest-Abgeber. So. Gut, mal ziehen wir das mal hier durch. Was haben wir hier für ihn? Gut, Martin, also hast du das. Hält jetzt auch hier bei Warlord of Draenor und dann Battle for Azeroth kommen wir ja noch. Das ist halt wie gesagt der Vorteil, wenn man 6 Jahre den Account nicht mehr benutzt hat sozusagen. Abo steht. Ich habe jetzt den einfachen Spielspaß. Weil so viel ist ja noch gekommen. Nachdem ich jetzt praktisch 30 Jahre nur Classic-Server gekauft habe. Nein. Das ist zu weit entfernt. Aber die Moves sind immer noch grobmotorisch wie eh und je, Alter. Komm mal hier. Ich brauche eins. Wollte ich tun. Naja gut, jedenfalls wird das irgendwann auch mal langweilig, weil seit wann ist Wrath of the Lich King draußen? Ich glaube 2010, sowas um den Dreh oder sogar 2008. Man weiß es nicht. So und ja. Okay, den müssen wir killen. Jetzt habe ich natürlich hier wieder. Zappelt hier nur blöde rum. Haben wir hier drüben noch Axe? Nee, wir können uns direkt der Konfrontation stellen hier. Okay. Nofernus. Okay, dann checken wir mal. Erstmal nicht mal das Tier, das mache ich so gerne. Die ganze Tierherde, die nur auf unseren Befehl hört. So, und Alpha gleich wieder parat. Also lobe ich mir. So, Energie reicht auch noch. Die füllen wir jetzt wieder auf und den gezackten Schuss. Ich habe ja. Ein Ziel. Haben wir wieder ab. So, das Herz von Fernus haben wir auch an Fissel. Gut, dann würde ich mal sagen, zur Feier des Tages schwingen wir uns auf unser Teufelsross. Ne, komm, Alter, das ist Tierquälerei. So, dann nehmen wir den Wolf, der kann mehr verschlagen. Alles klar. Boah. Jetzt werden wir aber fast mal wieder abgeschmiert hier. So, was ist denn hier? Die drei Kristalle sind strategisch über die Ruine verteilt.
Ja. Zerstört sie mit dem Herz von Thanos. Ja, aber nicht so, ne? Okay, wir müssen jetzt mal systematisch hier, glaube ich, runter hinabsteigen. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir eine frische Eisenplatte, damit wir die Flinte kriegen. Ich brauche ein Ziel. Ja, die stecken einiges ein. Die Brüder, was war das? Ambrosbrille. So, wo müssen wir hin? Da ist der erste. Okay, dann. Ah, gut, genau. Ja, genau. Ne. So, dann würde ich mal sagen. Hier rum. Hier ist der nächste. Weiß ich jetzt nicht, ob die anderen auch noch. Ich würde mal sagen. Okay. Schaden an leibem Leben macht uns das hier auch nicht. Gut, dann können wir direkt zum nächsten überschreiten hier. Alpha Team. Na? Tiny. So, jetzt können wir, glaube ich, den ersten Kristall schon zerbänden. So, da haben wir ihn, ne? Smaragd Grün. Boah, hätte man sagen müssen, dass wir hier mal weg sollen. Okay. Gut, das wird aber wohl nicht von der zweiten Kristall sein. Okay, so, da ist der zweite Kristall. Nee, ja, nee, ist klar. Gut, dann schalten wir uns hoch. Gut, das ist jetzt ein Mindestabstand mehr. Also so ein paar Sachen sind einfacher. Die Frage, gut, spart auf jeden Fall viel Zeit. Man hat einfach insgesamt ein besseres Erfolgserlebnisgefühl, muss ich doch mal sagen. Dead. Beauty Poputi. So, nee, bloß nicht hier rein, weil nachher bleiben wir wieder stecken. So, alles klar, dann haben wir hier den nächsten. Ups, erstmal ein kleines hier. So, mein Kätzchen. Ganz klein, ne? So, Alpha Tier. Viel zu selten einsetzen. Das ist hier. Das werden wir auch gleich mal aus der Lage nehmen. So. Ach, der Teufelshund macht's sprechen. Haben wir da noch? Feinde. Feinde oder Feinde? So, dann können wir den nächsten zerbinden. Da müssen wir mehr ran. Okay, so, dann sind wir aber gerade mal weggejumpt hier. So, und der dritte, last not least, immer wieder schauen, wie wir da hinkommen. Ja, das sieht doch. Nee, wir müssen runter. Gehen wir da mal hier in der Munde. So, die Frage, ja, müssen wir natürlich hier einmal rum. Team Phantasia Land, einmal Rückwasserbahn. So, nee, geht das hier überhaupt? Ja, klar.
Ziel abgemäht. Und den Sturzschaden. So, können wir unterwegs mit 8 Glücken. So, wieder raus aufs Pony. Ist das hier überhaupt was? Oder ist das hier Dead End? Nee, scheiße, vorgeflogen. So, dann mal wieder zurück hier. Ja. Linken Tätzchen. So, jetzt erstmal gucken, wie wir hier runterkommen. Ein Tunnelsystem. Klar, da wären wir ja nie rausgekommen. Mit der Startbarkeit hab ich immer noch nicht. Also, wie oft man da draufballern muss oder was. So, alles klar, dann machen wir erstmal die Wache hier weg. Das ist den Leben auf die Leiste gelegt haben. Und die Feuer auf, an meinen Attacken. Okay, das sieht feinig aus. So. Komm, den Magier nehmen wir natürlich mit. Ja. Ich habe kein Ziel. Der Teufel ist gut. Ich brauche ein Ziel. Nee, die kratzt sich am Arsch. So. Okay, das ist der letzte Kristall. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle am Hacken. Das fast die Sprache weg. So, jetzt hier. Okay. Sieht mir fast auf der Action hier vor. So, dann machen wir den hier noch platt. So, was machen wir jetzt? Ach, wir müssen hier hoch. Manchmal rufen die, da habe ich dann auch keinen Plan. Ob die unten. So. Okay, alles klar. Das war der letzte auf unserem Weg, da wir kein Schurke sind, können wir uns natürlich auch nicht einfach so vorbeischleichen. Ne? So, der Herr Katka. Das Rücken. Der Rücken. Okay, was müssen wir dafür tun? Seid vorsichtig. Ihr solltet Gul'dan nicht unterschätzen. Egal, wie gut ihr vorbereitet seid. Ja, okay. Naja, ob wir gut vorbereitet sind, das ist eine andere Geschichte. Oder das direkt hier. Ja, So, was müssen wir machen? Stellt Gul'dan. Gul'dan befindet sich tief in der Höhle, so sind wir. Wir wissen, dass er im Begriff ist, nach Tal'Adur und zum Schattenmontal aufzubrechen. Ihr müsst ihn unter allen Umständen gefangen nehmen, Lazy Raz. Wir sehen uns in Trom'var. Ja, wie machen wir das jetzt, ne? Tja. Ja, wahrscheinlich. Das Angriff, die euch kenne ich doch. So leicht geht das nicht.
Ich lasse mich nicht dazu herab, mit euch zu kämpfen. Aber ich habe eine Idee. Gisela, meine Hübsche, eure Zeit ist gekommen. Was? Ich kann das nicht angreifen. Nein! Du darfst sie nicht angreifen. Okay. Viel Spaß damit! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ich bin schneller denn je! Okay, da sind wir ja. Wunderbar. Ich brauche ein Ziel. So, was nun? Das ändert nichts. Bald haben wir genug Teufelsblut, um Tausende für die brennende Legion zu erschaffen. Wenn du das sagst. Richte Katla meinen Gruß aus. Okay. Mein Geschenk ist schon unterwegs zu ihm. Macht der Einsatz. So. So, was machen wir jetzt? Tollwurst. Sind wir jetzt gescheitert oder was geht hier ab? Oder haben wir hier? Das ist die Frage, war das jetzt ein Dead End? Teufelswürfe. Ne? Mikrophyten und Teufelswölfe. Wieso springt er jetzt auf die Anzeige? Das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Gut. Bedauerlich, aber jetzt wissen wir mehr. Ihr könnt mit dem Portal nach Tromar zurückkehren. Tja. Gehen wir mal zurück, ne? Tromba. Prima. Alles klar, jetzt kann man nämlich auch ein bisschen abgeben. Ein bisschen abgeben. Guck mal da. Guck mal, uns die Köpfe doch mal an hier. Der Scharfseher Urqual. So ein bisschen. Ich dachte gerade. Kraft und Ehre! Äffchen aus dem Jadewald. So. Das waren die zwei. Erstmal die Katka. Für die Horde! In euch. Seid vorbereitet. Was ist los? Eine Sequenz? Wer schleicht sich denn da? Katka, hier ist jemand. Feiger Zauberkünstler! Schöne Grüße von Gul'dan. Ich wusste es. Ihr hättet in der Garnison bleiben sollen, Erzmagier. Ja, ja Unsinn, ich hatte alles unter Kontrolle. So etwas lässt mich völlig kalt. Eben im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wen haben wir denn da? Gut. Den können wir auch noch abgeben. Plattenrad ist eliminiert. So, Ferner haben wir jetzt. Ja, ich würde mal sagen, reiten wir mal zur nächsten Quest. Tür und Blind. So, jetzt habe ich gar nicht mehr die Playtime im Kopf. Hier haben wir einen Flugposten. Das ist schon mal sehr von Vorteil.
hier lang. Ah, wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Nee, kann ich nicht. Nein. Warte. Das sieht nach Abkurz aus. So. Guti, dann bleiben wir mal schön am Trampelpfad der Liebe. Müssen uns aber doch rechtzeiten. Ah ja. So bin ich da. So. Da könnt ihr warnen. So, was muss man denn hier machen? Mikro, tralala. Okay, was müssen wir hier machen? So eine coole Frage. Alles platt natürlich. Lass die Lärme. Geister, die überhaupt was bringt. Nur, dass wir langsam hier mal ein bisschen Lärm einbauen. Der nächste Hund, so, das ist hier. Bringt er überhaupt was? Ja, bringt er. Und weg ist weg. Tieres an. Aha. Alter, hat er immer noch nicht die Agro? Ich habe gesehen. Gut. So, die Vögel. Geil. Haben wir noch gar nicht gecheckt hier. Alles mit Hitchcock-mäßig. Boah, alter Tierherrschaft. Rockt so derbe. So, was haben wir hier eigentlich? Oh, wie viele Tiere kann man mittlerweile auf einmal beschwören? Was war das? Nicht genug gefuttert? Nee, das Auge von Tralala macht nichts. So, dann mal eben den Teufelshund. Yeah.
Stab reinziehen. Also lassen die Federn hier. Okay. Ja. Ist jetzt noch keine Agro abgeschwächt. Ich brauche ein Ziel. Und ein Altpapier, würde ich mal sagen. Und wir haben uns noch ein Hier. Alter, was wir alles brauchen hier. Aber jetzt sind ja mehrere Gegner, das ist kein Problem. So. Alles platte Mat. So. Da müssen die Kreise zerstören. So, haben wir hier noch Kreise? Ja, haben wir. Nee, da hinten. Tutti. Das ist ja total aus dem Feuer zu können, also es macht echt mega Spaß. So, wo haben wir denn noch Kreise? Ja, hier haben wir noch Kreise. Gleich mal erst mit Tierherde losschicken, ne? So, und zwar dahin. Außer hier. Agro für mein Tier. Ich brauche ein Ziel. Ach, das war's schon. Gut. Also, Silberstücken. 4 von 7 zerstört. So. Für die 2 kein Problem. Ja, die 2 haben wir gut Verstärkung. Thank you.
mit den Löwen hier. So, das haben wir. Das war der fünfte von sieben. Okay, so. Manchmal kann ich nicht bei Schießen verklagen. So, 6 von 7 zerstört. Das haben wir schon. Okay, so, dann erstmal hier. Können wir uns ja eigentlich mal von da rausschauen. So, okay, dann schicken wir mal das Tier. Mal schauen, wie es in unserem Basiscamp ausschaut, ne, was wir uns hier schön aufgebaut haben. So, vielleicht können wir das ja sogar. Ja, was ist denn hier unsere Quest am Verfolgen? Blut und Sarah! Kraft! Ein Ringlein. So, haben wir denn hier irgendwo eine Art Blutmeister? Ja, haben wir. Gold
Grüße, Kommandant. Natürlich cool, so direkt in unser Heimatding. Nicht so lustig, vielleicht war es zwei Köpfe hart oder was? Oder Alkoholikerkarte. So. Und machen Taxis ja dann doch wieder einen Sinn. Irgendwie. So sieht das Ganze auf der Map aus. Ich hoffe, wir fliegen zwar gar nicht so. Ja, so gut aus. Sieht sehr gut aus. Die Frage, ob wir uns da ein Gasthaus finden können, das wäre ja eigentlich ein cooles Schluss. Eine coole Schlusssequenz. Ja. Auch noch nicht so grimmig, aber das ist bestimmt der Frost, der ist ihm im Gesicht festgefroren. So, jetzt. Ja, yeah, in unserer Garnison. Ich freue mich. Aha, guck mal hier, haben wir auch wieder neue Quests. Außenposten von Lazy Rass. Ich find's geil, dass das hier benannt ist. Bilde ich mir jetzt sowas von drauf ein. Was als nächstes? So. Kaserne haben wir doch schon. Gut, erweitern, geht es? So, wie kommen wir denn an die Baupläne? Bauplan erforderlich, okay. Naja, gut, ja. So, hier ist unser liebes Was sucht ihr denn? Und tschüss. Was braucht ihr? Kraft! Abgeschlossene Mission. Klasse. Supi, guck mal. Klasse. Täuschungsschurkin. Super, was haben wir denn hier? Was können wir denn alles noch machen? Ich hab's jetzt ganz vergessen, was wir hier haben. Missionsspezialist. So. Luktar! Missionen. Ja, können wir die machen? Und dann mal hier hinziehen. Finde ich klasse. So. Und mit diesen stimmungsvollen Bildern verabschieden wir uns. Das war die erste Folge WoW Battle for Azeroth von Lazy 65. Tschüss.